mal gut, beziehungsweise für Emmanuel Majuka eben nicht. IB schießt immer noch kein Goal. Dann aber könnte man meinen, hat Berner ein bisschen Glück, weil in der 55. Minute bekommt Xavier Kouassi nämlich die direkte rote Karte wegen einer Tätlichkeit gegen Dusan Veskovac. Da hier bei einem Freistoss. Der IB-Verteidiger lenkt zwar im Genfer zuerst noch in Ecke, aber der schlägt eben dem Berner